Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Call of Beauty Video. Heute geht es um eure, ihr habt schon richtig gehört, um eure peinlichen Momente, wenn man vergessen hat, seine Beine zu rasieren, zu waxen. Ich habe euch auf meiner Call of Beauty App gefragt, was so eure peinlichen Momente waren. Und es kamen so viele Sachen, so viele. Und auch viele peinliche Sachen, die nichts mit Beinen zu tun haben. Aber ich fand es trotzdem mega lustig und ich würde sagen, ich pick mal so ein paar raus. Natürlich werde ich die Sachen nicht mit den Namen sagen. Natürlich werde ich das auch ein bisschen kürzer fassen, weil ich möchte nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt oder denkt so, nee, das ist mir jetzt zu viel. Ich wollte nicht mit den Namen mit rein. Aber ich finde einfach, das sind so tolle Beispiele, die wahrscheinlich 80% jedem Mädchen passiert ist. Und vor allem finde ich es ganz gut, dass wir miteinander solche Erlebnisse teilen können, uns gegenseitig auch beraten können. Und ich möchte euch da irgendwie eine Hilfe sein. Genauso wie, als wir in einem Video mal gesprochen haben über Intimrasur. Und viele von euch haben mir gesagt, hey Paula, danke, dass du uns da die Angst genommen hast und darüber offen gesprochen hast. Und ich dachte mir, wir machen das halt wieder. Falls ihr das Video sehen wollt, ich blende es euch hier oben irgendwo nochmal ein. Ich wundere, dass hier so ein Kabel ist. Mein Akku geht irgendwie die ganze Zeit leer. Dann gehe ich mal auf meine Call of Beauty App und klick mal auf diesen Beitrag und dann scrollen wir mal runter und suchen uns ein paar peinliche Ereignisse mal aus. Okay, hier schreibt eine, wie gesagt, ich ändere das so ein bisschen, damit sich da keiner angegriffen fühlt, dass ihre Freundin spontan vorbeikam und mit ihr ins Schwimmbad gehen wollte, sie aber keine Zeit hatte, ihre Beine zu rasieren oder zu waxen und sie dann im Schwimmbad waren und ihr es natürlich super unangenehm ist. Und ich glaube, im Sommer, Thema Schwimmbad ist immer so heikel, sage ich mal, weil wenn man sich halt die Beine rasiert, muss man das halt immer, immer und immer wieder machen. Und man hat halt nicht so einen langen Zeitraum, wo halt die Beine glatt sind, und wenn man das dann im Sommer mal vergisst und vor allen Dingen, wo die Sonne scheint und strahlt und alles nochmal extra betont. Danke, liebe Sonne, schon mal dafür. Gucken wir weiter, was hier noch eine schreibt. Hier schreibt jemand, dass sie sich die Beine rasiert hat, das erste Mal, und zu wenig Rasierschaum hatte und sie dann ins Schwimmbad gegangen ist und ihre Beine im Wasser angefangen haben zu brennen und zu jucken. Das kann sehr, sehr oft passieren. Muss nicht unbedingt mit Wasser zu tun haben. Ich weiß noch von mir damals, als ich die ersten Male meine Beine rasiert habe, es ist sehr schmerzhaft. Also vor allem, wenn man trockene Haut hat und wenn man ein nicht so guten Rasierer hat und vielleicht auch nicht gerade einen guten Rasierschaum, dann kann es die Haut austrocknen, man kriegt so kleine Pickelchen, es juckt, es brennt und es kratzt und juckt und das ist einfach super unangenehm. Gucken wir mal weiter, was hier noch jemand geschrieben hat. Ich finde es so süß, dass ihr alle so mutig seid und eure Geschichten einfach mit mir und der ganzen Community teilt. Hier schreibt einer auch über ihr erstes Erlebnis, als sie sich rasiert hat. Sie meinte, sie hat sich so oft geschnitten und es hat ziemlich oft und viel geblutet. Klingt sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ich kann gar nicht darüber lachen. Ich finde es, klar, ist ein peinliches Erlebnis und irgendwo haha lustig. Aber einerseits versetze ich mich immer in euch rein und denke mir so, aua, 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 aua. Hier schreibt eine, oh Gott, ist das süß, dass ihr Dad mit ihr einen Ausflug machen wollte. Also, die wollten einen Familienausflug machen. Und dann sind sie spontan doch nicht irgendwie in den Wald gefahren, sondern ins Schwimmbad. Und dass sie auch keine Zeit hatte, ihre Beine zu rasieren. Und dann hat man natürlich alles gesehen. Mann, die Arme, ich fühle so mit ihr. Wie ich sie hier sehe, sind sehr viele Situationen halt im Schwimmbad passiert. Hier schreibt eine, dass sie zu Hause war und ganz gechillt war und dann ihr Schwarm vorbeikam. Und dann wollte sie sich halt hübsch machen und hat sich halt umgezogen, hat sich ein Kleidchen angezogen und dann stand er schon vor der Tür und sie hatte keine Zeit mehr, ihre Beine zu rasieren und dass es für sie mega, mega peinlich war. Und ich kann das so nachvollziehen, wenn man sich auf jemanden freut, auf jemand Besonderes und man will halt alles perfekt machen und dann kommt da so Buschbein. Ich kann das so nachfühlen, dass es... Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man jung ist und sich da noch nicht auskennt, das sind solche Momente, wo man liebsten im Erdboden versinken will. Und ich kann darüber nicht so lachen, weil es mir so leid tut. Das tut mir so leid, weil ich das so mit euch fühle, weil ich das so verstehen kann und so nachvollziehen kann. Okay, also eine schreibt, sie hat angefangen, ihre Beine zu rasieren, weil sie halt ins Schwimmbad gehen wollte. Dann hat ihr Handy geklingelt, ihre Freundin war dran und dann war sie abgelenkt und hat vergessen, das andere Bein
zu rasieren. Oh Mann, das tut mir so leid, Alter. Leider schreibt sie nicht, ob sie dann ins Schwimmbad gegangen ist. Sie hat gerade geschrieben, dass sie es vergessen hat. Und das tut mir voll leid. Das muss. Hey, wie sieht das denn aus, wenn du so ein Bein komplett glatt hast und das an. Oh nein, Mann, die Arme. Ich will gar nicht darüber weiter nachdenken. Ich war echt richtig dumm. Jetzt ziehst du die Hose an, hast vergessen, die Rückseite zu rasieren. Oh alle, Gott! Alle so Oh Gott, hör auf! Also, hier schreibt eine, ne, sie hatte Schulschluss und das Wetter war super. Dann sind sie spontan zum See gegangen und sie hat natürlich auch irgendwie Badesachen, haben die auch dabei gehabt. Und dann ist das Mädchen aber aufgefallen, sie war nicht mit der ganzen Klasse da, dann ist ihr aufgefallen, dass sie vergessen hat, ihre Beine zu rasieren und wollte gerade ihr Bikini anziehen und dann hat sie es gemerkt und dann ist sie halt in der Jeans da geblieben, während halt alle sich umgezogen haben und alle im See gespielt haben. Und ich stelle mir ganz gerade diese Situation vor, so, man geht spontan mit der Klasse irgendwo hin und man hat auch seine Sachen dabei. Und gerade wenn du dich umziehen möchtest, merkst du, dass du das vergessen hast und es ist so unangenehm, dass du dann lieber die ganze Zeit in den Klamotten chillst und den anderen zuguckst, wie sie Spaß haben. Das ist so traurig. Oh Mann, das tut mir voll leid. Ja, wir sind auch so eitel, wir Frauen. Aber ich kann es verstehen, man fühlt sich dann unwohl. Ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe damals ja auch immer meine Beine rasiert. Das Problem ist, was ich halt nicht mag, ist, dass die Stoppeln halt so schnell wiederkommen und ich habe ganz viele Dinge ausprobiert, wie man das halt verhindern kann. Vor allen Dingen, dass man dann einen langen Zeitraum hat, wo man natürlich glatte Beine hat. Und ich finde, Kaltwachsstreifen sind die einfachste Methode, weil es geht auch schnell, hält super lange und man hat richtig viel entspannte Zeit, ohne dass man sich die Beine rasieren muss und auch ohne, dass die Beine gereizt sind, weil man vergisst ganz oft, dass beim Beinrasieren, ihr zieht immer wieder eine Klinge über eure Haut. Und es kann zu Rötungen, es kann zu Verletzungen führen und vor allem, es ist nicht gesund für eure Beine. Da können ganz oft Pickeln entstehen und Juckreiz, also von A bis Z, ihr könnt euch so eine riesenlange Liste schreiben, was alles passieren kann. Und ich muss sagen, als ich damals jung war, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, was passieren könnte, wenn ich mich schneide, was passieren könnte mit meiner Haut. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte so, okay, ich bin jetzt eine Frau, ja, und Frauen haben glatte Beine und langsam wachsen die da. Und die müssen irgendwie weg. Und man denkt sich so, alle rasieren die Beine und es gibt keine andere Möglichkeit. Also fängt man dann direkt so an und macht sich halt wirklich keine Gedanken. Und ich muss sagen, die ersten Male habe ich mich auch immer geschnitten. Entweder, weil ich zu wenig Rasierschaum benutzt habe oder, ihr werdet nicht lachen, ich wusste gar nicht, dass man Rasierschaum benutzen muss. Weil in den Werbungen benutzen die auch keinen Rasierschaum. Die haben einfach ihren mega coolen Rasierer mit irgendwelchen Kissen und machen dann so dü-dü-dü am Strand. Und ich dachte so, hör, geht voll einfach dü-dü-dü am Strand. Von wegen, ich habe mir so weh getan dabei und bin dann zu meiner Mama gegangen, weil ich mich geschnitten hatte. So, Mama, hat mir weh getan. Und meine Mama so, oh, Paula, vielleicht Rasierschaum benutzen. Meine Mom war selber ein Fan von Kaltwachsstreifen und dann hat sie mir gesagt, guck mal Paula, probier das mal aus. So und so funktioniert es und hat mir ganz viel dazu erklärt und ich glaube, das kann ich euch auch so ein bisschen ans Herz legen, wenn ihr empfindliche Beine habt und wenn ihr euch auch immer verletzt und keine Lust habt, ständig alle 3-4 Tage eure Beine zu rasieren. Ich habe immer die von Veet benutzt und Veet hat jetzt neue und zwar die Easy Gel Wachsstreifen und ich finde die besser. Ich erkläre euch auch warum. Weil A, ihr müsst sie nicht mehr aufwärmen. Früher musste man sie mal so zwischen den Händen so warm machen, sage ich jetzt mal. So ein bisschen schön warm reiben, bis man sie halt abziehen konnte und auf das Bein drauflegen konnte. Bei denen muss man das jetzt nicht mehr machen. Ich hol mal direkt einen mal hier raus. Die sehen so aus. Am besten hole ich mal alles komplett raus. Und es geht super einfach, weil die muss man halt nicht mehr warm machen, also nicht mehr so zwischen den Händen warm rubbeln. Man zieht die einfach direkt ab. Ich zeige euch, dass man sieht, es geht einfach schon auf. Dann packt ihr sie auf eure Beine und zieht sie gegen den Strich, das heißt von unten nach oben zieht ihr sie hoch und wenn ihr das mit euren kompletten Beinen gemacht habt, sind manchmal so kleine Überreste von dem Wachs und da könnt ihr einfach diese Tücher nehmen und über eure Beine gehen, dann geht der ganze Wachs weg und es pflegt nochmal eure Beine. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, wenn nämlich eure Härchen etwas klein sind, denn die können nämlich die kürzesten Härchen auch mit rausnehmen, das heißt, wenn sie 1,5 mm lang sind, natürlich müsst ihr das nicht abmessen, aber halt wirklich kleine Härchen gehen damit auch richtig, richtig gut weg. Noch ein super Vorteil, Mädels. Ihr kennt es, jeden dritten, jeden vierten Tag müsst ihr eure Beine rasieren. Das hier hält einfach mal bis zu 28 Tage. 28 Tage. Muss ich da noch irgendwas sagen? Und ich muss sagen, ich muss mit ein paar Mythen auch hier aufräumen. Man sagt ja, dass es
so weh tut. Es tut gar nicht so weh. Man erschreckt sich vielleicht und man hat halt im Gedanken immer so, oh mein Gott, das tut so weh, es tut so weh. Aber es tut gar nicht so weh. Es ist wie ein Pflaster. Einmal papp und schon ist alles weg und es tut weniger weh als rasieren. Wenn ihr euch da schneidet, diese Schmerzen sind viel schlimmer. Und wenn ihr die Easy Gel Wachsstreifen öfters benutzt, wachsen eure Haare viel feiner und viel dünner. Und dann, wenn ihr es immer wieder macht, sag ich mal, tut es weniger weh, obwohl es eigentlich gar nicht weh tut. Aber die sind halt viel feiner und es fühlt sich ganz, ganz anders an. Ich finde einfach, das ist eine super Alternative zum Rasieren. Probiert das gerne aus, berichtet mir das, schreibt mir das gerne in die App oder hier unten in die Kommentare, was eure ganzen Erfahrungen dazu sind. Meine Erfahrungen sind, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Ich benutze keinen Rasierer mehr, weil ich habe einfach keine Lust, alle 3 Tage das zu machen. Und vor allem habe ich gar keine Lust auf irgendwelche Pickelchen oder auf Schmerzen. Deswegen, die Easy Gel Wachsstreifen gibt es einmal für alle Hauttypen und einmal für empfindliche Haut. Also wenn ihr öfters mal Rötungen habt oder auf viele Produkte ganz schnell reagiert, probiert eher die für empfindliche Haut. Wenn ihr aber sagt, oh, bei mir geht alles, da tut nichts weh, dann probiert einfach die für normale. Ich persönlich nehme immer die für empfindliche Haut, weil ich finde, das ist schon da, aber da ist irgendwie jedem das selbst überlassen. Und das ist halt eine super Alternative, damit euch diese ganzen Pannen nicht passieren, weil man denkt nicht immer dran. Vor allen Dingen im Sommer denkt man nicht immer dran. Man hat 120.000 andere Dinge zu tun und man denkt nicht dran, okay, heute ist es mal wieder soweit, 3 Tage später. Also ich habe mir das Leben so um vieles einfacher gemacht. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch da ein paar Tipps geben. Und danke an alle, die da ihre peinlichsten Situationen mit reingeschrieben haben. Ich finde das super süß, dass ihr so offen seid und so kommunikativ seid und dass wir solche Themen auch gemeinsam behandeln können. Falls ihr irgendwelche Themen habt, die euch unangenehm sind, aber wo ihr ein bisschen Rat und Unterstützung braucht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sprechen dann einfach ganz offen hier drüber. Denn ich muss sagen, viele peinliche Dinge, die uns peinlich sind, wir sind nicht alleine damit. Viele Dinge, die euch peinlich waren oder peinlich sind mir wahrscheinlich zu 80% auch passiert und die waren genau für mich auch peinlich. Und ich weiß selbst, wenn man jung ist, so mit der Kaltwachsstreifen, viele Dinge traut man sich nicht oder man weiß halt nicht so viel darüber und man nimmt dann lieber eher eine Sache, wo man das Gefühl hat, man kennt es, aber die für die Haut einfach nicht gut ist. Deswegen schreibt mir in die Kommentare alles, alles, was ihr wissen wollt und wir werden das hier bearbeiten. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Fühlt euch zerdrückt und zerquetscht von mir. Bis dann. Tschüssi.